kannst mich nicht besiegen. Ach nicht? Nein, du hast recht. Ich sollte es lassen. Da vorne ist auch noch einer unterwegs. Oh nein, er ist tot. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Oh, der ist Level 32. Das ist Leto. Oh, gegen die habe ich schon mal gekämpft, aber das ist ewig her. Und die hat mich ordentlich verprügelt. Hallo Leto, schön dich wiederzusehen. Oh oh. Ja, reicht doch wieder. Komm schon, Leto. Ein ordentlicher Kampf. Nicht so eine Tricks hier. Du kannst Besseres. Ich kenne dich noch von früher. Wir sind uns bereits einmal begegnet. Das war damals noch ein Megaris. So, flieg. Oh, sie fliegt nicht. Wow. Die kann ganz schön auf den Boden hauen. Und sie stöhnt sehr viel. Ist das normal, Pippi? Boah, ist gut jetzt. Ich weiche immer aus, das ist mein Glück. Was tue ich nicht? Stirb! Puppy! So, du gehörst mir. Nach ewigen Zeiten. Amphion der Weber ist auch da. Alle wollen sie gegen mich kämpfen. Unglaublich. Bisher haben wir noch jeden geschafft. Naja, fast jeden. Aber Leto ist jetzt auch endlich weg. Den anderen muss ich noch looten. Wo ist denn der hingeflogen? Da unten, ne? Ach, reg dich ab, Kätzchen. Komm runter, du siehst mich gar nicht. So ist gut, jetzt habe ich dich. Dankeschön. Gott, wie viele Leute wir mit mal entdecken. Und warum? Wo ist denn der andere jetzt hingeflogen? Bist du das nicht? Ich glaube ja. Okay, ich muss hier weg. So, stirb. So ist gut. Schöner Treffer. Erstaunlich finde ich, dass ich in Attika nicht dafür sorgen kann, dass die Spartaner übernehmen. Das ist wirklich sehr interessant, aber das wird umgekehrt in Sparta wahrscheinlich nicht anders sein. Ach, hier geht das hier nicht? Verstehe ich nicht. Hallo. Geh mal wieder rein, genau. So, jetzt erstmal alles ausräubern, auskundschaften. Sah so nach obsidianen Glasscherben aus, aber da waren keine drin. Bling. So, alles mitnehmen. Nein! Mach das aus! Aus!
Wer hat mich denn erwischt? Ich habe nur gebrannt. Und deswegen hasst ihr mich gleich? Oh, nee. Du hasst mich auch so. Keine Pfeile mehr. Na, das war klar. Ich muss mal wieder neue herstellen. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das ging. So ist gut. Bleib liegen. Wie ging denn das mit dem Pfeil nochmal? Ich muss nochmal gucken. Alles mitnehmen. Oh, das war, ich glaube, im Inventar. Herstellen, maximal herstellen. So. Jetzt ist alles fertig. Jetzt haben wir wieder jede Menge Holz ausgegeben. Das ist nicht schlimm. Holz kriegen wir genug. Letztes Stück Eisen. So ist gut. Der ist tot. Dann bist du dran. Macht man aber nicht hier. Andere Leute einfach abschlachten. Mache ich doch auch nicht. Na doch, eigentlich schon. Dankeschön. Oh oh. Du gehst erstmal baden, mein Freund. Dann kümmern wir uns um dich. Nee, so nicht. Kannst gerne normal kämpfen, aber nicht auf diese Weise. Habe ich nicht gerade was gesagt zur Kampfweise, zur Kampfart? Das kann ich auch. Das geht mir auf die Nerven. Stirb. Ach, da ist noch einer. Nö, nö, nö. Feuer- und Explosionspfeile mag ich gar nicht. Stirb. Kopfgeldjäger in der Nähe. Oh, 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 wo kommt der denn her? Der war jetzt aber ganz schön schnell. Nein, das ist weglaufen. Aber schön, dich kennenzulernen. Ich kann gleich weitermachen, ich muss bloß ihn hier erstmal umbringen. So, und du bist jetzt wer genau? Polyxenos der Sucher. Schön, dich kennenzulernen. Und du bist nicht mal schwer. Aber die andere eben weitaus härter. Könnte mal jemand diesen Zivilisten hier wegziehen? Danke. Ich mag diesen Angriff, der ist so schön stark. Endlich mal was Ordentliches. Na komm. Da hängt er hier schon wieder rum. Oh, du brennst, das ist gut. Nee, du hast nur eine Brandanzeige, du brennst nicht wirklich. Brauchst du Licht? Jetzt nicht. Ich hab grad zu tun. So ist schön.
Und... Nö, 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 nö. So nicht, mein Freund. Das war's jetzt. Polyxenos, der Sucher, ist tot. Dafür haben wir mehr als gut gesorgt. Wir nehmen noch alles an Eisen mit. Puh. Okay, und jetzt können wir uns in Ruhe umgucken. Nun ist ja wirklich keiner mehr da. In der schönen Silbermine. In der hauptsächlich Eisen und Obsidianglas ist. Was? Ein Kultistenhinweis ist in der Nähe. Bestimmt in der Kiste. Kampfhandschuh des Agamemnon. Wow. Das nehme ich. Wir haben drei Teile vom Agamemnon-Satz. Was haben wir denn da? Pilgerkapuze. Hüftriemen Achilles. Ah, hier. Der Hüftriemen des Agamemnon. Der ist auch davon. Und das sind die Stiefel des Agamemnon. Wow. Dem fehlt bloß noch der Helm. Und das andere Teil. Kultist des Kosmos. Oh. Sklaverei ist natürlich. Sie ist notwendig. Der Silbergreif. Die Silberader. Mhm. Und der Stufe 28. Ich bin gespannt, wo wir ihn finden werden. Aber dann haben wir tatsächlich auch nur noch einen übrig, bevor wir zu dem unentdeckten Weisen kommen. Okay. Ich bin gespannt, wo sich der befindet. Der muss ja denn hier auch irgendwo sein. Oder er ist ganz woanders. Warte mal. Silberader. Hier. Nee, das ist Iobates, der Stoische. Der Silbergreif. Der ist auch mit einem Schiff unterwegs. Oder auf einer Extrainsel, natürlich. Da hätte ich auch drauf kommen können. Paradiesische Probleme. Silberinseln. Alexios landete auf Mykonos, um eine scheiternde Rebellion zu retten. Doch um den Bewohnern zu helfen, die Athener Unterdrücker zu beseitigen, musste er erst die Rebellenanführerin Kyra finden. Aha. Aber auf Mykonos war ich bisher noch nicht, also weiß ich gar nicht, wie ich an die Aufgabe gekommen bin. Das war irgendwann vorher wahrscheinlich. Die Bärin Callisto. Die ist auch in der Nähe. Schön. Ja gut, dann sind wir hier soweit durch. In dem Lager müssen wir noch die Kriegsvorräte verbrennen. Eigentlich habe ich das getan. Ich weiß nicht, warum das nicht akzeptiert wurde. Aber ich gehe gerne nochmal zurück und tue das. Fehlt mir sonst noch irgendwas? Das macht überall noch Bling-Bling. Hauptsächlich hier. Okay, dankeschön. Jede Menge Obsidian-Glasscherben, davon haben wir jetzt wieder 138, wunderbar. Dann können wir jetzt auch das Agamemnon-Set komplett auf unsere Stufe bringen. Weil ich damit nämlich ein bisschen durch die Gegend laufen möchte, um vielleicht noch die letzten beiden Teile zu bekommen. Und dann mal ein komplettes Set zusammen zu haben, das wäre schön. Das wäre jetzt so mein Wunsch. Außerdem muss ich die ganzen Söldner wieder loswerden. Das heißt, ich muss jetzt erstmal jemanden finden, den ich dafür umbringen kann. Oh, schon wieder ein Söldner in der Nähe. Wer bist du? Klaase, der Entnervte. Ich glaube, der ist ein bisschen entnervt. Upsala. Nee, mein Tod macht dich nicht reich. Der Tod von Ifel in anderen Jahren, aber nicht mein Tod. Ich möchte jetzt gerne speichern, aber ich kann es nicht. Ich laufe einmal rum. Tschüss. Durch deinen Tod verdiene ich ein Vermögen. Ich glaube nicht. Aber schön, dass wir es versuchen, gemeinsam klarzukommen. Ich habe gesagt, wir wollen gemeinsam klarkommen. Oh, der hat gezögert. Das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ich weiß ja, dass die langsamer sind, aber dass die so sehr zögern, damit habe ich nicht gerechnet. So, stirb. Wow, ganz ruhig. Bist doch mein Bester. Und Tschüssikowski. Stirb. Na siehste. Geht doch. Oh, Kopfgeldjäger in der Nähe. Wie viele kommen denn noch? Wer bist du denn jetzt? Kyrios der Meister. Welches Level hast du? 29. Okay, das geht. Okay, stirb. Es geht schon wieder los. Also ich hatte gerade vor nicht allzu langer Zeit ja ein bisschen offscreen gelevelt. Und da musste ich auch so viele nacheinander besiegen. Ich glaube, 5 Stück kamen da zugleich. Und einen nach dem anderen habe ich dann immer wieder ausgenockt. Und jetzt wisst ihr wenigstens, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Genauso sah es nämlich hier auch aus. Uah. Stirb! Ich sollte mal in die Arena gehen. Sowas gibt's doch auch, oder? Ach, Gott verdammt. Lass den Mist. Meine Güte. Ja, und du ebenfalls. Gute Nacht. Söldnerschreck. Ich habe das Gefühl, alleine heute schon 13 Söldner getötet zu haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn hier noch einer nach dem anderen in die Höhle kommt. Muss ich gerade mal was gucken. Da sind wir soweit durch. Genau, hier fehlten bloß die Vorräte. Aber die haben wir doch vernichtet. Oder nicht? Ja, die sind nicht mehr da. Das ist ja fies, hat gar nicht gezählt. Gott verdammt. Immerhin, genügend Eisen haben wir. Mittlerweile 1573. Boah, mehr als genug. Das reicht. Wenn wir noch ein paar Rüstungsteile zerlegen, dann ist alles gut. So, wir hauen jetzt hier ab, lassen uns überhaupt nicht erwischen. Die tangieren mich alle peripher hier. Nehmen noch die Aufträge mit. Okay, wir haben alles. Alle Quests angenommen. Oh, er ist einer der Questgeber. Ich fand deine Nachricht. Ein Pirat bestiehlt einen armen Händler. Der Händler verliert seine Waren. Der Pirat bestiehlt einen Händler, der sich Rache leisten kann. Der Pirat verliert sein Schiff oder seinen Kopf. Hast du Schwierigkeiten mit Piraten? Insbesondere mit einem Rüpel, dessen Schiff hier vor Anker liegt. Er hat Okay, du willst, dass der Befehlshaber stirbt. Du willst, dass das Schiff versenkt wird. Und ich soll dieses Schiff... Nein. Okay. Bin dabei. Ich schulde dich. Ich komme hinterher... So, dann nehmen wir den anderen Auftrag auch gleich an. Was willst du von mir? Hallo. Ach so, du bist der Pirat, oder wie? Ups. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Okay, wir haben 2052 Drachmen kassiert. Kopfgeld für einen Politiker. Das ging jetzt fix. Machen wir gleich Kopfgeld für einen Athener Soldaten. Das ist hier vorne. Ist ja alles gleich um die Ecke. Gut, machen wir gleich weiter. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.